Ja, genau. Herr Nick Gugger, es hat nicht gelangt. Zuerst mal überrascht? Nein, ganz und gar nicht. An was hat es gelegen? Es hat da nichts gelegen. Ich war kein Ticket, bei keinem Block, weder rechts noch links. Und für uns ist es ein super Resultat für die EVP. Ich war allein unterwegs. Und wie ihr es jetzt habt mitbekommen, viele Leute haben Freude, haben gefunden, guter Wahlkampf gsi, und das habe ich das Gefühl, es war ein langer Wahlkampf für die EVP. Wir haben früh angefangen, bin sehr zufrieden. Ist es dann, also ist es dann, es ist zu erwarten gsi, so, aber was hat es für inhaltliche Gründe, warum er die EVP oder sie nicht gewählt hat? Ja, ich glaube, müssen mal schauen, was die anderen für Stimmen haben, die von 5 Parteien empfohlen werden oder von 4 Parteien empfohlen werden. Ich habe nicht im ganzen Kanton Zürich jeden Haushalten Flyer gehabt, wo es darauf geheissen, wählt Nick Gugger im Alleingang. Und dann muss man sagen, wenn wir das im Verhältnis anschauen, hier mit unseren finanziellen Möglichkeiten, also drei verschiedene Gründe. Ich möchte gerne wissen, wo die EVP wäre, wenn wir im linken Ticket wären. Ich möchte gerne wissen, ob die EVP im Top 5 innen wäre. Das ist jetzt Spekulation mit einem Schmunzeln. Ich bin stolz darauf, wir haben über 42'000 Stimmen bei einer tiefen Wahlbeteiligung. Wir haben einen Sitz mehr gewonnen, kantonal. Und in Winterthur haben wir sogar 2,38% zugelegt. Also, was will man mehr an einem wunderschönen Tag wie heute? Also wunderbar. Obwohl es kein Sieg ist, gratuliere ich sehr herzlich zu diesem Wahlresultat. Und mit dieser Gratulation wieder rauf zurück.